Wir erleben hochrangige Künstler aus dem In- und Ausland. Wir erfahren immer mehr über jüdische Kunst, Kultur und Klezmermusik. Auch Lyrik, Kabarett und Theater spielen eine große Rolle während dieser Zeit. Julia von Schwerin sah sich gestern Abend das Bühnenspiel Hiob im Münchner Gasteig an. Er war fromm, gottesfürchtig, gewöhnlich. Ein ganz alltäglicher Jude. Zerrissen ist er, der Jude Mendel Singer. Der Lehrer tauscht das Städtel in Russland mit der schillernden Welt jüdischer Emigranten in New York. Jetzt erscheint die Freiheitsstatue. Amerika, sagt Singer, dringt auf ihn ein. So stellt sich der vom Schicksal Gebeutelte seine neue Heimat vor. Die geradezu biblische Geschichte des Juden Mendel Singer schuf Josef Roth mit seinem Roman Hiob, humorvoll inszeniert von Johannes Pump. Sie ist 151 Fuß hoch. Hol. Ja, Hiob, Josef Roth, ist einfach von der Literatur, von der Sprache her wunderschön. Das ist mal ein Punkt. Und dann dieses Thema, das für unsere heutige Zeit ja wieder aktuell ist, wo eigentlich alles sehr nach Wirkung und nach Wert und Materiellem orientiert ist, sagt dieser Hiob, in meinem kleinen Städtel gibt es auch Menschen und da konnte man sich umeinander kümmern, um Steine konnte man sich kümmern. Und so muss es 1930 für Josef Roth auch gewesen sein, als er gespürt hat, was eigentlich auf einen zukommt in dieser fanatisierten, politisierten Geschichte. Obwohl Gott alles kann, begann der Bedächtigste von allen Minkes, ist doch anzunehmen, dass er die ganz großen Wunder nicht mehr tut, weil die Welt ihrer nicht mehr wert ist. Wer sich jedoch fürchtet, wird immer verlieren, sagt Singer. Er fürchtet sich bald vor nichts mehr. Er hadert mit sich, mit der Welt, mit Gott. All die Jahre habe ich Gott gefürchtet. Jetzt kann er mich nur noch töten, aber dazu ist er zu grausam. Ich werde... Stücke wie diese bringen dem Publikum die jüdische Kultur und Tradition immer näher. Die Kulturtage, ja, nach 10 Jahren wirklich eine Institution geworden sind hier kulturell und das unabhängig welchen Inhalts großer Zuspruch da ist. Großer Zuspruch und viel Applaus für Josef Roths Hiob. Mendel Singer findet Frieden mit sich, mit seiner neuen Heimat und mit Gott.